X-Moon-Killer fragt Pete Smeed: Welche zwei Tiere würdet ihr kreuzen, wenn der Nachfolger dann 50% der Eigenschaften von jedem Elterntier hat? Das ist kompliziert. Also was willst du denn mit dem Team machen? Mit dem Tier machen? Ich glaube, ich würde einfach, weil ich mir das super schwer vorstellen kann, einfach aus Spaß eine Ameise mit einem Elefanten kreuzen und gucken, was dabei rauskommt. Ich hätte gerne ein Tier, welches die Fleischqualität eines Wagyu-Rindes hat und es sollte gesund sein. Und zwar, welches Tier ist denn unfassbar gesund zu essen? Kaninchen? Sieht bestimmt ziemlich lustig aus. Ja. Also, mir ist, ne, Kaninchen könnt ihr auch sehr gut vermehren, ne? Das ist auch noch wichtig. Wagyu-Rind, Fleischqualität, Kaninchen, gesund. Ist ja ganz klar eine Schnappschildkröte und ein Pferd. Ja? Und in meiner Welt kann ich ja quasi sagen, welche Hilfen es sind. Ja? Und zwar Statur von einem Pferd, aber mit Panzer. Hals und so und Kopf eigentlich von dem Pferd, aber die Fresse und dieser Schnappbewegung von der Schildkröte. Und dann hätte ich den ultimativen Vorteil, dass das halt die Schnelligkeit vom Pferd und nicht von der Schildkröte, aber die Lebensdauer von der Schildkröte. Dann hätte ich eines der krassesten Pferde so im Stall. Dann könnte ich damit Pferderennen machen. Das wäre voll geil, weil es könnte derzeit die Leute Gegner wegschnappen. Und es wird uralt, das heißt, ich kann ewig lange damit weg. Perfekt. Ich würde irgendwas mit Vögeln, also es soll fliegen können. Also, keine Ahnung, Adler. Und eine Katze. Also nicht eine kleine Katze. Das wäre irgendwie langweilig. Das ist ja irgendwie komisch auch aus. Wenn jetzt Sammy zum Beispiel fliegen könnte. Also kleine Flügelchen hätte. Das wäre irgendwie komisch. Aber eigentlich auch schon ganz süß. Doch, eine Katze. Ja? Eine Adler und eine Katze. Vielleicht passt das auch so vom Gewichtsverhältnis. Ein Adler ist ja auch relativ schwer, eine große Spannweite. Und Sammy springt dann immer vom Balkon und dreht dann so seine Runden und fängt sich dann so ein Vögelchen. Ich würde gerne einen Bär und eine Ameise kreuzen, denn dann kommt dabei eine Bärameise raus. Was ein Quatsch.